Ja, Freunde, herzlich willkommen an einem neuen Video auf meinem Kanal. Neues Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin wieder unterwegs auf Lost Place. Und ja, hier haben wir ein altes, verlassenes Haus. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es schon ordentlich mitgenommen. Tapeten kommen schon runter. Also ich finde es mega, dieser alte Flair, wenn alles so verfällt und im Endeffekt, sagen wir mal, die Natur sich so Stück für Stück alles zurückholt. Das hier war mein Eingang. Ja, und hier geht es dann weiter. Also keine Einrichtung mehr da, aber alte Toilette, uralter Boiler, kennt ihr den noch von früher, wo man hier mit Holz geschürt hat, mega. Ja, dann gehen wir mal raus und zeige ich euch mal das Grundstück von außen. Also hier sieht man, dass es komplett verlassen ist, gegenüber so eine Baustoffhandlung, wie ihr sehen könnt. Und hier ist der alte Garten, das ist direkt auf der Hauptstraße, ja, es ist schon verrückt. Hier ist eine Tür, hier ist alles verbrettert, alles zu. Mal schauen, ob ich dann einen Eingang ins Haus finden werde. Das weiß ich noch gar nicht. Oh, alter Gussofen. Ja, hier ist ein Parkplatz, wie ihr sehen könnt. Also ist schon nicht gerade ohne. Da oben ist eine Tür, wollen wir uns mal checken. Eine Tür, mal schauen, ob es da reingeht. Zack, sind wir drin, Freunde. Das ist schon krass. Schon krank. Das ist eine alte Villa oder irgendwas in der Richtung. Die Toilette. Die Fliesen sind mega. Krasser Scheiß. Der Holzboden knarrt. Also schon ein bisschen Panik, dass ich einkrache oder so. Ha, krass. Verrückt, oder? Absolut geil. Gehen wir mal weiter, in der Hoffnung, dass der Boden nicht nachgibt. Ich halte mich mal am Geländer fest. Das hier oben sieht nicht mehr so gesund aus, ne? Also ich bin damit vorsichtig. Man weiß ja nie. Alter Dachboden. Hier geht es dann auch hoch. Das ist dann hier die Tür, aber die ist zu. Toilette. Hier auch wieder so ein uralter Boiler. Zum Schüren. Kranker Scheiß. Absolut. Krass. Gehen wir noch mal weiter und gucken uns das Ganze noch mal an. Sehr vorsichtig natürlich, weil, wie gesagt, das ist ein uralter Holzboden und ich habe keine Lust unter meinem Gewicht abwärts zu gehen, ne, Freunde. Geil. Das ist halt ein uraltes Haus, ne? Lasst es mal auf euch wirken. Und das verfällt. Verrückt. Schon komplett krank. Also der ganze Boden knarrt alles so, ne? Deswegen bin ich auch so vorsichtig, wie ich jetzt die Treppe hochgestiegen bin, Mädels. Puh, das war überhaupt nicht lustig. Es hat geknarrt und gescheppert.
Ja, das ist schon verrückt. Und hier unten sind wir gekommen. Das ist ein schönes altes Häuschen, ne? Ein total schönes altes Häuschen. Diese Schiebtür ist mega. Die gefällt mir echt gut. Hier kommen auch schon die ganzen Tapeten runter. Aber guckt euch das an. Hier haben wir Karibik-Flair. Hier geht es auch weiter. Hier hinten war ich noch gar nicht. Oh, dahinter ist ein Friedhof. Und hier sind wir reingekommen, ne? Und diese alten Tapeten, ne? Absolut killer, diese Fliesen. Ha, Wahnsinn. Hat schon einen geilen Flair, ne? Vor allen Dingen die alten Türen. Und der Raum hier gefällt mir am besten. Guckt euch das an. Vor allem diese alten Tafeln hier, ne? Die hier. Absolut krass hier. Die Tür hier beeindruckt mich am meisten. Also dieser komplette Raum. Es ist echt total crazy. Guckt euch das an. Ist schon total verrückt. Ein richtig schöner alter Raum, komplett aus Holz gestaltet. Wahnsinn. Verrückt. Also hier ist nochmal ein Raum, wo alte Sachen ja, stehen, mehr oder minder. Also alte Gegenstände, wo vielleicht noch dann zum Umbau damals benutzt worden sind. Dusche. Hier auch wieder so ein alter Boiler, wo man damals das Holz reingeschürt hat. Wahnsinn. Ja, und das war jetzt nochmal ein Raum, wo ich halt noch nicht war. Schon krank. Und vorher waren wir im Keller unten. Ja, dann würde ich sagen, verlassen wir das Haus, oder? Absolut geiler Schinken. Ja, dann würde ich sagen, bis später. Abschluss sind wir hier an den alten verlassenen Steinbruch vorbeigekommen. Ja, schauen wir uns doch das mal näher an. Aber schon absolut krass die Dimensionen. Was hier. Wahnsinn. Das ist unfassbar, was hier von Menschenhand geschaffen worden ist. Menschenhand, sagen wir es mal so. Das hier scheinen die alten Förderbänder gewesen zu sein. Die alten Förderbänder. Mega. Schon krass. Und hier ist die Maschine dazu. Und die passende Maschine, die das Ganze. Hier ist die Maschine, die das Ganze zerkleinert hat. Krank, oder? Schaut euch das an. Wahnsinn. Total crazy. Schon verrückt. Hier ist noch so ein alter Bunker, Vorratsgeschichte. Hier stehen noch ein paar alte Sachen, Fässer und so rum. Hier haben sie einen selbstgebauten Grill wahrscheinlich. Haben sie gegrillt, die Jungs.
Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an, soweit es möglich ist. Hier ist die ganze Technik noch drin. Schaltschrank. Also hier vermute ich mal, ist die ganze Maschine geschalten worden. Und schon ein Monster, wenn man euch das so anguckt, ne? Übelst krass. Schon echt verrückt. Schaut euch mal das Ungetüm an. Wahnsinn. Also ich gehe mal davon aus, dass es mich jetzt hält und nicht gleich zusammenkracht. Ha. Krass. Krasse Dimension. Sagen, laufen wir noch mal runter und gehen doch mal hier den Weg nach unten. Und schauen wir, was uns hier unten noch erwartet. Also unsere Voraussetzung, ich hau's nicht auf die Fresse und ich stürze nicht ab, Mädels. Boah. Leck Arsch, Alter. Das ist nicht schön. Da geht's nämlich ziemlich weit abwärts. Hinten scheinen noch Fördertürme gewesen zu sein. Aber wie gesagt, ich möchte mein Glück nicht herausfordern und möchte nicht auf die Fresse fliegen.